Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 19. März. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit ersten Kurznachrichten aus der Region. Der Stau auf der A4 am Grenzübergang zu Polen wird sich trotz Sperrungen von Zufahrten voraussichtlich auch in den kommenden Tagen nicht auflösen. Seit Montag war es dort zu einem Megastau gekommen, der am Mittwoch 60 Kilometer Länge erreichte. Laut Polizei musste dabei mit Wartezeiten bis zu 30 Stunden gerechnet werden. Betroffen davon sind besonders Lkw. Hintergrund sind die bei jedem Fahrzeug einzeln und mit bürokratischem Aufwand durchgeführten Grenzkontrollen auf polnischer Seite. Diese sind mittlerweile gelockert worden, sodass sich der Stau auf der A4 bis heute Nachmittag auf 25 Kilometer reduziert hatte. Zwischenzeitlich wurde zusätzlich der Grenzübergang Friedensbrücke in Görlitz für die Pkw-Einreise geöffnet. Auch die Polizei hatte reichlich zu tun. Neben Absperrungen von Zufahrtsstraßen mussten beispielsweise Tier- und Lebensmitteltransporte aus dem Megastau geleitet werden. Gemeinsam mit Helfern vom DRK, von der Bundeswehr, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk waren die im Stau feststeckenden Fahrer und Mitreisenden mit Essen und Trinken zu versorgen. Aufgrund des zu erwartenden Rückreiseverkehrs zum Wochenende rechnete die Polizei in Sachsen allerdings erneut mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Deshalb bleiben alle Auffahrten auf die A4 ab Hermsdorf bis Görlitz weiterhin gesperrt. Wer allerdings nicht die Autobahn nutzen wollte und mit dem Auto auf den Straßen des Landkreises nördlich von Görlitz unterwegs war, der hatte zumeist Glück. Staats- und Bundesstraßen waren teilweise wie leergefegt und muteten schon fast geisterhaft an. Anders das Bild an den direkten Zufahrtsstraßen zur A4. Hier kam es an der Auffahrt Görlitz ebenfalls zu kilometerlangen Staus. Für den Erhalt der Hirschfelder Schwimmhalle sind mehr als 4000 Unterschriften gesammelt und an den Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker übergeben worden. Die Stadt will die Halle im Rahmen ihres Haushaltsstrukturprogrammes Ende 2020 schließen und erhofft sich dadurch Einsparungen in Höhe von jährlich ca. 300.000 Euro. Im Gegenzug drohen zahlreiche Grundschulen im früheren Landkreis Löbau-Zittau, ihre Ausbildungsstätte für das Schulschwimmen zu verlieren. Immerhin für 2020/21 ist es noch gesichert, hieß es im Anschluss an ein Treffen betroffener Gemeinden in Ebersbach-Neugersdorf. Das Zittauer Haushaltsstrukturkonzept ist stark umstritten, da es neben der Schließung der Schwimmhalle auch erhebliche Streichungen bei der Feuerwehr vorsieht. Der Antrag der Fraktion Die Linke, es aufzuheben, ist auf der jüngsten Stadtratssitzung gescheitert. Der Bau der neuen Fischtreppe an der Spree unterhalb der Friedensbrücke in Bautzen hat begonnen. Nachdem bereits vor mehreren Wochen eine Baustraße quer über die Spree verlegt worden war, haben jetzt auch die eigentlichen Bauarbeiten begonnen. Die Aufstiegshilfe soll es den wieder reichlich in der Spree vorhandenen Fischen ermöglichen, das Wehr unter der alten Wasserkunst zu überwinden. Die Landesdirektion Sachsen hat für das Vorhaben Fördermittel in Höhe von 290.000 Euro bewilligt. Das entspricht 90% der Baukosten. Die Fertigstellung ist für Ende April 2020 geplant.
Das Kamenzer Hallenbad ist gleich zweimal von der Corona-Krise betroffen. Einerseits ist das Bad geschlossen, andererseits ist auch die Entscheidung über dessen Zukunft vertagt. Da auch sämtliche Kreistagssitzungen ausfallen, konnte auch nicht über die Beschlussvorlage entschieden werden. Die sieht mittlerweile ein verändertes Konzept mit dem Nutzungsschwerpunkt für ein Schul- und Vereinsschwimmen vor. Das hatte Landrat Michael Harich bereits zu Jahresbeginn in einem Lausitzwelle-Interview angekündigt. Man wolle, so Harich, in Kamenz keine Konkurrenzeinrichtung zu den Bädern in Bautzen, Hoyerswerda und Kirschau schaffen. Auf Kamenzer Drängen hin sollte ursprünglich mit dem Neubau ein Sport- und Erlebnisbad entstehen. Wegen des geänderten Konzeptes muss nun die Prüfung neuer Fördermöglichkeiten beschlossen werden. Auch eine Bedarfsanalyse für den Schul- und Vereinssport ist dabei erforderlich. Die Sanierung der Titeldrahtwarenfabrik GmbH in Großröhrsdorf ist erfolgreich abgeschlossen worden. Dies hat Rechtsanwalt Stefan Ettel von der Kanzlei Kulitzscher und Ettel aus Dresden als Generalbevollmächtigter des Verfahrens mitgeteilt. In diesem Zuge setzte sich die bisherige Eigentümerfamilie mit dem besten Gebot gegenüber weiteren vorhandenen Investoren durch. Den knapp 60 Mitarbeitern des Unternehmens konnte daher auf einer Mitarbeiterversammlung die positive Nachricht über den erfolgreichen Abschluss der gerichtlichen Sanierung überbracht werden. Der neue Name des Unternehmens, das auf eine Tradition bis 1929 zurückblickt, lautet Titeldrahtwaren GmbH. Die Mitarbeiter konstruieren und produzieren Produkte aus Draht, wie zum Beispiel Drahtkörbe, Biegeteile und Gitter. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos. Ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Weiter geht es nun mit den Meldungen aus dem Polizeibericht. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der S119 bei Grubschütz. Vermutlich durch einen Vorfahrtsfehler sind an der Kreuzung zur S106 ein Moskwitsch und ein Kia zusammengeprallt. Die Fahrerin des Kia musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie und der Moskwitsch-Fahrer wurden schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Die S119 war im Bereich der Kreuzung für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Am Dienstagnachmittag hat sich ein Pedelec-Fahrer auf der Kleinwelker Straße in Teichnitz nach einem Sturz schwer verletzt. Der 61-Jährige war zuvor auf dem Rad- und Fußweg gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Die Ursache ist noch unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bautzen unter der Rufnummer 3670 oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei sucht einen Fahrerflüchtigen. Er hat am Montag mit seinem Auto auf dem Markt in Königsbrück einen VW Passat beschädigt. Die Besitzerin hatte ihn von 7 bis gegen 15.20 Uhr dort geparkt. Verursacher war offenbar ein rotes Fahrzeug. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 3520 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Am frühen Dienstagmorgen ist eine 53-jährige VW-Fahrerin an der Bautzener Straße im Quitzdorfer Ortsteil Steinölsa in einen Grundstückszaun gefahren und hat dabei hohen Sachschaden verursacht. Der PKW musste abgeschleppt werden, allein die Schäden an ihm belaufen sich auf etwa 20.000 Euro. Die Kosten der Reparatur des Zaunes werden mit 3.000 Euro angegeben. Die Ursache des Unfalls ist auch hier noch nicht geklärt. In Rietschen ist am Dienstagnachmittag ein Kradfahrer nach einem Sturz schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war am Zedliger Weg auf der Ortsverbindung Kosel mit seiner Honda nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht.
Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise erreichen uns weiterhin stündlich neue Meldungen, die das öffentliche Leben in Ostsachsen und Südbrandenburg betreffen. Wie auch in den Vortagen haben wir für Sie die wichtigsten Informationen in einer Übersicht zusammengefasst. Mit Redaktionsschluss heute 17 Uhr Meldungen zur Corona-Krise aus Brandenburg und Sachsen sowie speziell aus den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Oberspreewald-Lausitz. Aus Brandenburg kommt folgender Hinweis der Polizei. Bei der Benutzung der A15 nach Polen sowie an allen noch offenen Grenzübergangsstellen ist wegen des Rückreiseverkehrs am Wochenende mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die bereits vorhandenen Staus können sich demnach ausweiten. Aus dem Freistaat Sachsen gibt es folgende Informationen. Der Staatsbetrieb Sachsenforst sagt bis einschließlich 20. April 2020 alle geplanten waldpädagogischen Aktionen sowie Informationsveranstaltungen für Waldbesitzer ab. Die Koordinierungsstelle der sächsischen Hilfsorganisationen stellt eine Website zur Registrierung von Helferinnen und Helfern zur Verfügung. Die Website ist an engagierte Bürger adressiert, die sich als Helfer bei der Bewältigung der aktuellen Lage rund um den Coronavirus einbringen wollen. Ein Anmeldeformular dazu befindet sich auf der Website www.teamsachsen.de. Zusätzlich ist auf der Internetseite ein Online-Kurs zum Thema Hygiene und Desinfektion für alle Bürger abzurufen. Aus dem Landkreis Bautzen wurde uns mitgeteilt, dass ab sofort bis zunächst einschließlich 20. April die Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft MBH für den Besucherverkehr komplett geschlossen ist. Für einen direkten Kontakt zum jeweiligen Ansprechpartner können die bekannten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen verwendet werden. Die Abgabe von Unterlagen soll über den Einwurf in den Hausbriefkasten oder Versendung per Post erfolgen, heißt es aus dem Wohnungsunternehmen. In der Stadt Bischofswerda dürfen Trauerfeiern auf dem neuen Friedhof am Schmöllner Weg sowie auf den Friedhöfen der Ortsteile Großtrebnitz und Goldbach ab sofort nur noch nicht öffentlich im engsten Familienkreis und unter freiem Himmel am offenen Grab, das heißt ohne Nutzung der Trauerhalle, stattfinden. Bei Eheschließung des Standesamtes Bischofswerda dürfen maximal 8 Personen inklusive Brautpaar der Feiergesellschaft angehören. Diese sind im Vorfeld der Trauung auf einem Formular den zuständigen Standesbeamten mitzuteilen. Der Tier- und Kulturpark Bischofswerda bleibt vorerst bis zum 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Im Landkreis Görlitz stellt sich die Situation so dar. Die Landkreisverwaltung bleibt für den Besucherverkehr komplett geschlossen. Alle Bürger werden gebeten, lediglich dringende Anliegen telefonisch oder per E-Mail an das Landratsamt zu richten. Gleiches gilt für die Einrichtungen des Jobcenters. Besucher, die Unterlagen persönlich abgeben wollen, werden gebeten, diese per Post an das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu übersenden oder direkt in den Briefkasten des jeweiligen Amtes zu werfen. Alle Zulassungs- und Führerscheinbehörden des Landkreises arbeiten nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung. Anträge ohne vorher telefonisch vereinbarten Termin werden nicht bearbeitet, wird mitgeteilt.
Die Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen des Landkreises Görlitz wird vorübergehend ausgesetzt. Eine Ausnahme davon bilden drohende endgültige Zahlungsausfälle durch Verjährung, teilt die Behörde mit. Aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz hat uns folgende Meldung erreicht. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. und die Zweckverbände Lausitzer Seenland, Sachsen und Brandenburg haben entschieden, die für den 25. und 26. April 2020 geplanten Seenlandtage abzusagen. Frau Köpping, wie ist denn der aktuelle Stand in Sachsen mit den Infektionen? Ja, also auch leider haben wir in Sachsen zu verzeichnen, dass die Zahl der Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, steigt. Wir haben heute ungefähr 320 Personen, die wir wissen, die sich also leider angesteckt haben. Zum Glück, das muss ich auch nochmal dazu sagen, haben wir zurzeit keine schwerstkranken Menschen oder sogar Menschen, die verstorben sind, an Corona zu verzeichnen. Haben Sie einen Stand, wie viele Leute sind denn in einer Intensivstation? Tagesaktuell habe ich es nicht ganz genau, aber ich glaube, 12 Personen sind in Krankenhäusern untergebracht. Sie sind nicht alle auf Intensivstationen und keiner der 12 Menschen ist schwerst erkrankt. Wie ist denn der aktuelle Stand, die Lage in den sächsischen Krankenhäusern? Ich habe gehört, dass bei manchen normale Patienten eher nach Hause geschickt werden. Wie sind die sächsischen Krankenhäuser aktuell darauf vorbereitet? Also auf der einen Seite haben wir natürlich die Krankenhäuser angewiesen, das ist bundesweit so, dass man alle Operationen, die verschiebbar sind aus medizinischer Sicht oder alle Behandlungen, die verschiebbar sind in den Krankenhäusern aus medizinischer Sicht, dass man dort die Operation bzw. Aufnahme verschiebt. Wir möchten gerne, dass wir freie Kapazitäten in den Krankenhäusern haben, um für den Fall gewappnet zu sein, dass es mehr Erkrankte gibt, die in Krankenhäusern untergebracht werden müssen, beziehungsweise die in Intensivbetten oder mit Beatmung behandelt werden müssen. Jetzt ist es so, dass in Dresden und in Chemnitz zum Beispiel extra Krankenhäuser geschaffen wurden oder beziehungsweise Aufnahmestationen geschaffen wurden. Wie ist das denn im ländlichen Raum in Sachsen? Ist da die Versorgung gewährleistet oder wo gibt es da Probleme? Ja, da haben wir eine Regelung geschaffen, dass die drei Regionen, Chemnitz, Leipzig und Dresden, dass die mit ihren ländlichen Regionen gemeinsam ein Konzept auf die Beine stellen bzw. schon gestellt haben, dass also niemand Sorge haben muss, wenn er eben zum Beispiel in der Oberlausitz lebt oder im südlichen Leipziger Raum oder ähnliches, dass er schlechter versorgt wird als jemand, der in der Stadt lebt. Deswegen gibt es diese Kooperation. Es gibt drei verantwortliche Mediziner, die dort vorne dran stehen. Und das Gleiche wird abgestimmt mit den Leitstellen bzw. Zweckverbänden, die dann für die Zuweisung der Patienten zuständig sind. Ja, wir haben heute Morgen eine Zuschauerfrage bekommen und zwar geht es darum um Zahnärzte. Zahnärzte dürfen ja weiter behandeln, jetzt gibt es aber auch zum Beispiel, mir auch bekannt, meine Zahnärztin ist über 60. Muss das unbedingt sein? Könnte man da Lösungen finden, dass die Zahnärzte vielleicht die Risiko haben, nicht behandeln? Das können die selber für sich festlegen. Das muss ich ganz klar sagen. Das sind ja selbstständige Zahnärzte. Und insofern, wenn eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt der Meinung ist, dass er sich lieber zurückziehen muss, dann kann er das durchaus machen. Meine Bitte wäre nur, dass das wirklich auch mit den Ärztekammern bzw. mit der Kassenärztlichen Vereinigung signalisiert und abgestimmt wird, dass die Patienten, die eben wirklich eine dringende Behandlung brauchen, tatsächlich auch versorgt werden, auch in diesem Bereich. Wenn man so draußen rumläuft, gestern zum Beispiel in Leipzig oder auch woanders oder auch in Supermärkten ist, dann hat man das Gefühl, dass die Bevölkerung zum Teil das nicht ganz so ernst nimmt. In Supermärkten wird phasenweise gedrängelt, hat mir gerade vorhin ein Kollege noch berichtet. Und auch in dem Park sitzen die Leute in großen Gruppen zusammen. Wie kann man dafür sorgen, dass die Bevölkerung das Problem vielleicht wirklich ernst nimmt? Also das eine ist, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin gestern eine Ansprache gehalten hat. Auch der Ministerpräsident wird heute eine Ansprache halten. Das heißt, dass man von wirklich den politischen Entscheidungsträgern, die ganz vorne dran stehen, das Signal sendet, dass es eine ernste Situation ist. Das ist das eine. Ich möchte mich auch bei der Bevölkerung bedanken, die sich genau an diese Regelungen hält, die versucht, wirklich Vorsorge zu betreiben, um sich und andere Menschen zu gefährden. Aber bei den Menschen, die das nicht machen, da muss man ganz klar sagen, ich habe gerade mit Leipzig, Dresden und Chemnitz wird noch besprochen, gesprochen, dass wir also dort auch Kontrollmaßnahmen bzw. dann tatsächlich auch Bestrafungen durchführen. Die Menschen, die sich nicht an unsere Regelungen halten, werden kontrolliert werden und werden auch, wenn notwendig, mit Strafen belegt werden. Ist eine Ausgangssperre in Sachsen vom Tisch oder kann die noch kommen?
Also ich hoffe, dass wir das über diese Regelung hinbekommen. Aber mir ist die Gesundheit der Bevölkerung am wichtigsten. Und wenn wir merken, dass die Bevölkerung wirklich mit uns die Vorsorgemaßnahmen, die wir getroffen haben, und die sicher nicht einfach sind, da bin ich mir ganz sicher, das hat enorme Auswirkungen. Aber wenn wir die gemeinsam durchstehen, dann brauchen wir das nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das gemeinsam durchstellen. Und das muss man ganz klar sagen, dann muss man auch zu anderen Mitteln greifen. Ich weiß, dass das ein bisschen eine Frage ist in die Glaskugel. Haben Sie irgendein Gefühl für einen Zeithorizont für die Maßnahmen? Also ich habe nichts anderes als das, was die Wissenschaft auch hat. Die wissen, dass es in China ungefähr 3 Monate gedauert hat, bis man wirklich Zahlen gesehen hat, die sinkend sind. Und wo man das Gefühl haben könnte, jetzt hat man das einigermaßen überwunden, aber eine genaue Auskunft kann Ihnen niemand geben. Ich weiß nur, dass es keine kurze Zeit sein wird. Und wir möchten gerne, dass wir nach den ersten Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, sieht, dass man bereits entweder eine Stagnation oder nicht mehr so ein starkes Steigern der Zahlen vorweisen kann, weil dann könnten wir auch wieder Maßnahmen zurücknehmen. Also das ist immer die Sache, die wir haben. Und wer jetzt eben glaubt, wenn die Kinder zu Hause sind, weil wir die Schulen geschlossen haben und die Kitas, dass man dann eben auf den Spielplatz geht und sich dort gemeinsam trifft, ist genau der falsche Weg. Dann hätten wir die Kita auch offen lassen können. Und deswegen ist es wirklich das Gebot der Stunde, dass jeder genau überlegt, was er hier macht, weil er nicht nur für sich selber Gefährdung schafft, sondern eben auch für andere. Ich weiß, Sie sind nicht Wirtschaftsministerin, aber ich möchte Ihnen trotzdem kurz die Frage stellen, wie kann man vielleicht außerhalb eines Kreditprogramms noch den kleinen und mittelständischen sächsischen Unternehmen helfen, die jetzt wirklich gerade, die Ein-Mann-Zwei-Mann-Unternehmen, die jetzt gerade wirklich Probleme kriegen, weil ihnen die Aufträge komplett weggebrochen sind? Das ist ein ganz großes Thema. Also das muss ich wirklich sagen, es wird im Moment viel diskutiert, sowohl zwischen Bund und Land. Sachsen hat ein Sofortprogramm aufgelegt, was der Ministerpräsident gestern verkündet hat, von 670 Millionen Euro. Gleichzeitig muss man überlegen, wie kann man wirklich eine ganz gezielte Hilfe für die geben, die es brauchen. Das sind nicht nur Kredite, das sind auch unrückzahlbare Darlehen, so nennt sich das. Also insofern sind wir gerade dabei, das konzentriert auszuarbeiten, wen das alles betreffen kann und wie wer Hilfe braucht. Das ist sehr differenziert und sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite kann man unsere Programme nutzen, die wir schon haben, aber auf der anderen Seite braucht es auch wirklich neue Formen der Programme und da sind wir dabei. Ja, wann ist das geplant, dass die Informationen veröffentlicht werden? Haben Sie da vielleicht schon was im Stand, wann das passieren könnte? Also wir sitzen ja im Krisenstab mit den Ministern der anderen Ressorts alle 2 Tage zusammen. Und so denke ich, dass wir in Kürze, ich kann noch keinen ganz genauen Termin nennen, aber wirklich in Kürze, und da meine ich entweder am Freitag oder eben am Montag, dass wir dort Auskunft geben können, wie das genau aussieht. Okay. Eine letzte Frage, Frau Köpping. Ich weiß, Sie sind sehr im Zeitdruck, aber noch eine Frage sei gestattet. Wie schützen Sie sich denn persönlich? Wie haben Sie denn Ihr persönliches Leben verändert jetzt in den letzten Tagen? Ja, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein sehr herzlicher Mensch bin. Und natürlich die Menschen, die ich gut kenne, auch mal mit Küsschen rechts, Küsschen links, das fällt natürlich alles flach, genauso wie das Hände geben. Ich finde immer, man kann auch freundlich lächeln, das geht auch, aber das ist eine Umstellung für mich persönlich. Und natürlich versuche ich auch, die Abstände einzuhalten. Aber ehrlich gesagt bin ich noch immer in der Phase, wo ich gar nicht so sehr an mich denke, sondern mehr an die Gesundheit der Bevölkerung in Sachsen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Frau Köpping, vielen Dank im Namen der lokalen TV-Sender in Sachsen. Und wir wünschen Ihnen noch einen nicht so anstrengenden Tag. Bis dann. Dankeschön. Wiederhören. Wir blicken jetzt wie immer auf Historisches aus unserer Region und danach schauen wir auf die Wetteraussichten für den Freitag. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 19. März 1919 wurde die Schrebergartengenossenschaft Bautzen gegründet. Dieses Datum gilt als Beginn des organisierten Kleingartenwesens in der Kreisstadt. Damals stand die Selbstversorgung der Gartenbesitzer mit Obst, Gemüse und Kleintieren im Vordergrund. Heute gibt es in der Stadt Bautzen mehr als 40 Anlagen mit knapp 3000 Parzellen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts ist es stark bewölkt, im Verlauf etwas Regen und die Werte gehen auf 6 Grad zurück. Am Freitag bleibt es bei vielen Wolken mit einigen Schauern und die Höchstwerte erreichen 10 Grad.
Am Samstag ist es wieder freundlicher, aber kühler. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken bei nur noch 6 Grad. Am Sonntag überwiegend sonnig und die Temperaturen liegen dann nur noch bei 5 Grad maximal. Das war die Drehscheibe vom Donnerstag. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen angenehmen Abend. Alle Nachrichten gibt es wie immer auch zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Wir sind dann morgen wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.